So, wir sind im zweiten Teil der Aufgabe 3.2. Ich habe jetzt hier mal eine Tabelle vorbereitet, weil wir es ja mit klassierten Daten zu tun haben. Nochmal zur Erinnerung, wir wollen die Überschreitungswahrscheinlichkeiten jeweils haben und am Ende, wie viel Bußgeld wir rausbekommen haben. Wir schauen uns die Aufgabenstellung am besten nochmal an. Also, Verkehrssystemtheorie, Aufgabe 3. Hier haben wir nochmal bis 10 km/h drüber, 11 bis 15 km/h. Und 16 bis 20 km/h und so weiter. Und wir haben halt diese jeweiligen Grenzen dafür. Und wir müssen noch diese 3 km/h Messtoleranz mit berücksichtigen. Und unsere Tabelle fängt natürlich bei 130 an, weil nur 130 soll kontrolliert werden in weiten zulässigen Geschwindigkeit von 130. Also es geht immer weiter. Gut, dann fangen wir in dem Fall gleich an. Also, da wir eine Messtoleranz von 3 haben, können wir ihm bei 133 noch immer nichts tun, weil wir nicht sagen können, ob das jetzt auf unseren Messfehler zurück zu berücksichtigen ist. Also haben wir eine erste Geschwindigkeitsklasse von 134 bis und dann 143. Da fängt dann die zweite Klasse an bei 144 bis 148. Und bei drittens 149 bis 153, 154 bis 185, 58, Entschuldigung, 159. Ach Mann, wenn immer wenn es schnell gehen soll. Okay, 159 bis 163 dann die sechste Klasse geht von 164 bis 173. Dann 174 bis 183. 8 sind 100. 84 bis 193. 194 bis 203. Und dann gibt es natürlich alles noch, was größer als 203 ist. Okay, was haben wir hier erstmal für Tabellen? Wir haben hier die Geschwindigkeitsklassen, die Klassengrenzen, die Normalverteilung und dann das zugehörige U, was wir halt berechnen müssen. Oder was wir halt, ja, was wir berechnen werden. Dann Phi von U. Das lesen wir halt aus der Normalverteilungsfunktion halt ab. Da geht es auch nochmal um lineare Interpolation. Und dann brauchen wir. Oh. Das habe ich jetzt nicht mit drin. Verdammt. Ach Gott. Entschuldigung, hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ah. Hier muss eigentlich nach dem Delta U noch Phi von U hin. Das werde ich jetzt auch noch schnell machen. Also schnell weiß. Also Delta. Delta Phi von U
Und danach erst das Bußgeld. Haha, alles nicht so einfach. So. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Okay. Ja. Jetzt zu den Klassengrenzen. Das ist immer 133,5 zum Beispiel. Und dann die obere Grenze. Also schreiben wir hin 133,5. Das Ganze geht natürlich bis 143,5. Und hier 144,5 bis 148,5. Und so weiter. Ich werde das jetzt hier nicht alles einzeln benennen. Dann 154,5 bis 158,5. Und ich mache mal hier einfach Punkte, weil das geht halt immer so weiter. Wir wollen uns die Überschreitungswahrscheinlichkeit halt wissen für diese Formel. Da ist, habe ich hier einmal schon angeschrieben, das μ ist der Erwartungswert und wir brauchen die Standardabweichung. Warum rechnen wir jetzt hier wieder mit diesem großen Ex? Wir haben doch Standardabweichung, war doch SXX und so. Haben wir ja eigentlich auch kennengelernt. Nochmal zur Erinnerung, wir haben Stichproben erhoben oder wir haben ein Stichproben durch Schätzen halt erfahren und wollen das jetzt auf die Grundgesamtheit abbilden und deswegen wird jetzt der Erwartungswert und die Standardabweichung mit diesen Großbuchstaben berechnet, weil wir sind jetzt nicht mehr in der Stichprobe, sondern wir wollen das für alle Autofahrer in dem Beispiel halt für da draußen halt ermitteln. Also für die gesamte Grundgesamtheit. Nur nochmal als Erinnerung zu rufen. Also, was machen wir jetzt? Wir berechnen unser U. Und da wir ja eine Überschreitungswahrscheinlichkeit haben wollen, wird immer diese untere Grenze als x angegeben. Den Erwartungswert haben wir vorhin schon berechnet. Das waren die, ich schreibe es jetzt hier nochmal hin, das war in der vorigen Aufgabe die 132,5. Ah, ups, hier habe ich einen Punkt gemacht. Also 132,5 km/h. Und unsere Standardabweichung war 22,799. So. Und jetzt für den ersten U-Wert wäre das quasi die 133,5 minus die 132,5 durch die 22,799. Und da würden wir auf 0,4885 kommen. Ich schreibe jetzt die ganzen Werte hin, weil wir werden uns bei dem Phi von U nochmal mit linearer Interpolation halt beschäftigen. Also, das ist 0,4885 danach kommt, ach, verdammt, ha, ein Wert schon wieder übersprungen, Entschuldigung. Also das waren 0,04, 0,0439. Und das nächste ist 0,4885. Dann haben wir 0,0.
0,718. Darauf haben wir dann 0,9211. Dann haben wir 1,1404. 1,04. Nein, 1,1. 1,1404. Dann 1,35. 1,3597. 1,7 und 983. Dann 2,2369 und 2,23. Nee, den haben wir schon. Ach Mann, heute nicht mein Tag. Soll aber nicht sein, dass ich am Samstag was mache. Also 2,675 6756. Und der letzte Wert ist 3,1142. Gut. Wir sehen, wir haben hier vorteilhaft, dass wir hier keine Negativwerte haben. Also wir haben kein negatives U. Weil sonst müssten wir halt über die Symmetrie rangehen. Ich will nochmal kurz für negatives U das Beispiel dafür ranschreiben. Wegen dem Ablesen gleich in der Tabelle. Aber das Ganze haben wir ja auch schon mal gemacht. Wenn nicht, halt einfach nochmal die anderen Videos angucken. Nochmal zur Erinnerung. Wenn wir ein negatives U haben, also minus U, dann nähern wir uns dem ganzen Ding halt über die Symmetrie. Und das wäre 1 minus Phi von U. Nur nochmal als Erinnerung, falls ihr mal eine andere Aufgabe habt und ihr kommt dort auf einen Negativwert, dann bitte sofort Klick machen und wir nähern uns über die Symmetrie. Na, das Ganze nochmal kurz am Rande. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir hier 0,0439 und sowas haben. Wir gehen erstmal in unsere Formelsammlung und suchen uns die richtige Verteilung aus. Und das ist sie hier auch schon. Die drehen wir jetzt einfach mal. Also, wir haben ja als ersten Wert 0,04. Also 0,0439 haben wir. Da können wir hier 0,0 sehen wir und dann haben wir hier 0,04. Da haben wir einmal den Wert 0,515953 und wir haben bei 0,5. Jetzt haben wir natürlich nicht genau das abgebildet, was wir hier haben. Wir haben nämlich ja 0,0439. Also wir haben irgendwas zwischen 0,04 und 0,05. Und um uns den Wert anzunähern, da gehen wir über lineare Interpolation. Das werden wir jetzt auch gleich nochmal machen. Für den ersten Wert. Also das werden wir hier unten hinschreiben. Lineare Interpolation. Okay, also wir haben ja den Wert hier 0,0439
Als erstes suchen wir uns halt die beiden Werte für 0,4 und 0,5 raus. Also wir haben hier 0,05 und wir haben 0,04 und die Werte dazu sind also 0,51999939 und wir haben die 0,5953. Muss mal gucken. Ja, genau da, die 53, richtig. 53. Gut, wir wissen ja jetzt, wir haben ja hier bis zur zweiten Stelle, nach dem Komma haben wir ja den Wert hier schon drin. Was uns jetzt noch fehlt, sind die 39. Und jetzt stellen wir uns vor, hier wäre jetzt unser neues Komma, was wir halt haben. Dann sind wir hier bei 39 Hundertstel quasi, also eine 0, die zweite 0. Und was wir dafür machen müssen, wir ziehen den größeren Wert von dem kleineren Wert ab, also Minus, setzen das Ganze in Klammern und nehmen dann mal, wenn jetzt hier 3, 9, das wären hier quasi zwei Kommen wieder weiter, als die 0,04, was wir hier haben. Dann rechnen wir 39 Hundertstel. Wenn jetzt hier noch eine 1 dastehen würde, dann hätten wir 391 Tausendstel. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Also selbst wenn dort das Ganze noch weitergehen würde, wären wir bei, könnte man das halt genauso berechnen. Dort kommen wir auf einen Wert, wenn wir das Ganze halt hier ausrechnen, von 4 mal 10 hoch minus 3. Und diese 4 mal 10 hoch minus 3 müssen wir raufschlagen auf die 0,515953 von der 0,4, was wir halt ausgelesen haben. Also diese 0,515953 plus die 4 mal 10 hoch minus 3. Das ist nämlich genau der Anteil, der uns hier noch gefehlt hat, den wir darauf schlagen müssen, damit wir zu einem exakten Wert halt kommen. Und dort kommen wir halt auf den ersten Wert von 0,05175. Genau. Und diese lineare Interpolation müssen wir jetzt für jeden Wert durchführen. Also ich gebe euch jetzt gleich die Ergebnisse. Übt das mal ein bisschen. Dann sollte das halt keine Probleme weiter bereiten. Okay. Das Ganze kann weg. Und jetzt kommen wir zum nächsten Wert. Das ist die 0. Ha? Schreiben wir nicht schlecht. So, dann haben wir hier 0,686853. Dann die 0,7979 86. Des Weiteren 0,8215. Dann kommen wir auf 8729
Dann haben wir noch die 0,91 31. Dann haben wir 0,0 96 40 0,9 873 und 0,9961 und die 1. Okay, jetzt brauchen wir noch das Delta Phi, also die Veränderung vom ersten zum zweiten Wert. Und für den ersten Wert rechnen wir halt diese 0,6853 minus die 5,1. Also quasi die beiden Werte laufen da rein. Nun ziehen wir die halt voneinander ab und haben damit die Veränderung. Also für den ersten Wert wäre das. Haha, irre ich mich jetzt nicht. Nee, ich sollte mich nicht an. So, 0,1678. Zweites 0,0733. Dann 0,0629. 0,0629. Dann haben wir 0,0514. Dann haben wir 0,0402. Nein, 1,4 ist nicht richtig. Zeile verrutscht. Entschuldigung. 0,0 und dann 9 hier hinten. Null Komma null zwei drei drei. Null Komma Irgendwie scheint mir hier ein Fehler unterlaufen zu sein. Ha, 009 und 0, ach nein, 037. Ja, ist okay. Okay, jetzt kommen wir zum Bußgeld. Wie berechnen wir das? Also, wir wollen das Ganze ja für 1000 Kontrollen machen, also müssen wir mal 1000 nehmen und dann mal dem Bußgeld der jeweiligen Klasse. Also, das haben wir halt hier in der Aufgabenstellung. Also, Regelsatz ist 100, 160, 240, 440, 600. Mal dem Bußgeld einer einzelnen Person. Schreib hier einfach mal Bußen. Und dann kommen wir beim ersten auf 1678. 1887 3500 3598 3216
5090. Dann 3728. 200. 2160 und 1628. Ich lasse bewusst den letzten Wert hier weg, weil da ist die Frage, wie realistisch ist unsere Verteilung halt an den Enden. Also wie realistisch ist das, was wir dort unten haben. Deswegen ist dieser Wert, den kann man dazu rechnen, es ist nicht falsch, aber man sollte es doch kritisch hinterfragen, besonders bei so einem Ende der Normalverteilung ist es halt wirklich eine Frage von, wie realistisch ist das. Wir müssen uns das halt wirklich kritisch hinterfragen. Ziemlich sicher können wir uns halt nur bis zu dem 9. Wert halt hier sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, hier habe ich oben habe ich einen Wert vergessen. Oh, Verzeihung. Also 1466 und dann rutscht das alles halt herab. Okay. Noch was vergessen? 1800, 3000, 3216, 5090, 3728, 2160. Ja. Den hier unten lassen wir, wie gesagt, bewusst weg, wegen der Grenze. Und dann würden wir halt auf ein realistisches Bußgeld halt von, also, oder Bußgeldeinnahmen von 24.451 kommen. Ihr könnt den letzten Wert auch noch mit einrechnen, verkehrt ist es nicht, aber euch sollte klar sein, dass der letzte Wert halt, den wir hier raus berechnen können, kritisch hinterfragen müssen. Das solltet ihr euch zu der Sache halt noch merken. Gut, dann war's das zur zweiten Aufgabe und zum dritten Tutorium in Verkehrssystemtheorie. Ich hoffe, ihr konntet folgen und falls ihr noch ein paar Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne mailen.